Das letzte Glas, der letzte Tanz. Nach gut 16 Jahren endet kurz vor dem Jahreswechsel eine Gastro-Tradition in Pirna. Das Refugium schließt. Betreiber André Kleinert macht an dieser Stelle Schluss. Das Lichteln mit Glühwein, der letzte Abend, Zeit für Emotionen. Wahrscheinlich wird mir das auch alles erst bewusst morgen oder übermorgen, wenn es vorbei ist. 2007 eröffnete André Kleinert das Wirtshaus am Kirchplatz. Schnell wurde die Gaststätte zu einem wahren Magneten in Pirnas Gastroszene. Christoph Herrmann gehörte wie viele andere auch zu den Stammgästen. Eine Wirtschaft wird durch den Wirt gemacht und das war's eben. Ne? Das ist der André. Er ist Wirt mit Leib und Seele und das spürt natürlich auch die Kundschaft und wir. Die Abende im mittelalterlichen Hof, die Feiern im Schankhaus. Viele Gäste haben hier glückliche Stunden verlebt. Siegfried Berger war als DJ stadtbekannt. Zum Refugium hat er eine ganz besondere Beziehung. Vor 16 Jahren sind wir zum Mettenschisch mit den Bergleuten hier rein und haben die erste Mettenschisch hier im Refugium gemacht. Immer am 27. Dezember, 15.30 Uhr. Und diese Tradition haben wir durchgehalten, jedes Jahr, bis vorigen Mittwoch. André Kleinert möchte in Zukunft kürzer treten. Das Refugium abzugeben, eine Entscheidung schweren Herzens. Lebensgefährtin Ute hat ihn zu diesem Schritt ermutigt. Weil ich will noch ein bisschen haben. Nicht, dass mir immer irgendwo umfällt und das war's dann. Man kann nicht nur arbeiten im Leben, man muss auch sich was gönnen können und auch mal einen Urlaub gemeinsam verbringen. Es war unser Baby, das kann man einfach mal so sagen. Wir haben das großgezogen, das waren Räumlichkeiten, die sind genial gewesen, als ich das erste Mal hier drin war, weil das eine zeitlose Geschichte ist. Wenn du irgendwo anders bist, ob das jetzt, ich sag mal, die Escobar ist oder sowas, da muss man immer gucken, dass man nach 5 Jahren entweder die Farbe neu dran macht oder sowas. Aber hier haben wir Hochwasser 2013 gehabt und was ist es? Es ist noch antiker geworden, sag ich mal, dadurch. Das Wasser der Elbe begleitet den Gastwirt weiter. Sein neues Domizil, das Elbschlösschen in Pirna, wurde beim aktuellen Hochwasser von der Elbe umzingelt. Wenige Zentimeter stand das Wasser im Gastraum. Größere Schäden bleiben nach ersten Schätzungen zum Glück aus. Im Frühjahr möchte André Kleinert hier seine Refugium-Idee weiterleben. Was aus der Gaststätte in der Altstadt wird, steht indes in den Sternen. Ergebnis offen. Also ich habe da wirklich keinen Nachfolger oder sonst irgendwas. Vielleicht tut mir der Eigentümer auch noch irgendwas verheimlichen. Ich weiß es nicht. Aber im Moment ist es so, dass das Refugium morgen seine Pforten schließt. Mit dem Wirtshaus Refugium und dem Geheimrat verliert Pirna gleich 2 Traditionsgasthäuser in der Altstadt. Ein Abend mit Wehmut für André Kleinert und ganz viele Menschen, denen in Zukunft etwas fehlen wird.